Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 3 mit mir, dem Pete. Na, oben fahren schon wieder Mongos durch die Gegend. Aber die lassen mich schön in Ruhe. So gehört sich das. Der sieht ganz schön tot aus. Boah, wie viele Schüsse ich mittlerweile habe. Hammergeil. Als allererstes muss ich mich umfangreich für ein Fauxpas entschuldigen. Denn ich sagte, das Zitat, ich bin Bug und ich bin dafür ein Fuck, kommt aus Pulp Fiction. Vollkommener Blödsinn. Es kommt selbstverständlich aus Kill Bill Volume 1, worauf ihr mich mehrfach hingewiesen habt. Vielen Dank dafür. Ja, da habe ich wohl ein paar Tarantino-Streifen durcheinander gebracht, würde ich sagen. Mea culpa, um mal wieder zu dem Thema zurückzukommen. Aber die Folge kann ich jetzt nicht so nennen. Ja, mal gucken, was passiert. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal versuchen, so einen vernünftigen, Alter, guck mich bloß nicht an, du Stück. Alter, wie der sich voll die Flasche gibt. Krasser Shit. Hammeröde, mir wurde nichts angezeigt von wegen weiterer Takedown. Langweilt mich. Langweilt mich zu Tode. Junge. Junge! Ich will die ausnehmen. Ja, dann halt nicht. Ach, ich hab dich ja getakedown. Ich kann dich gar nicht ausnehmen. Oh, ich bin wieder so verwirrt. Macht aber nichts. In dem Spiel, ich glaube manchmal so, die Charakterzüge in Far Cry 3, die sorgen einfach, also von den ganzen NPCs, die färben einfach ab auf den Spieler. Weil hier sind alle so bescheuert im Kopf und crazy. Vielleicht werde ich dadurch auch einfach automatisch bescheuert im Kopf und crazy. Ich meine, es ist eine schlechte Ausrede, weil ich das Spiel jetzt vielleicht gerade mal eine Minute wieder zocke. Aber trotzdem, Ausrede ist Ausrede. Was haben wir denn da? Wie die Geier. Ich weiß aber nicht, ob es wirklich Geier waren, ehrlich gesagt. Ich muss mit Buck reden, obwohl ich gerade noch mit dem geredet habe. Deswegen laufe ich hier gerade auch wie so ein Spackomat durch die Gegend. Warum auch immer ich jetzt mit dem reden muss. Ich meine, ich habe gerade mit dem geredet. Vor ein paar Sekunden eigentlich, beziehungsweise in der letzten Aufnahme. Aber halt ewig her ist er trotzdem nicht. Kann ich hier rein? Nee. Die spezielle Frage ist, wie ich da runterkomme, ohne Schaden zu nehmen. Und die Antwort ist, diese Rampe benutzen. Diese natürliche Rampe. Ich habe das dumme Gefühl, Buck möchte, dass ich hier reingehe. Naja, ist nur männliche Intuition. Mal gucken, was er sagt. Was soll denn das? Wenn du wusstest, wo ich hin muss, warum hast du nichts gesagt? Jason. Nun mach dir mal nicht gleich ins Hemd. Ich spiele dein Scheißspiel nicht. Ich bin nur Zuschauer hier. Aber ich erwarte eine gute Show. Geh mir aus dem Weg. Nö. Zuerst eine kleine Geschichtslektion. Klar? Kann ich anfangen? Dann hör mir gut zu. Also, betrachte diesmal als monumentale Verkörperung der Ironie. Die Scheiß-Japse, ja? Die hatten diese Spezialeinheit für, du weißt schon, die Suche nach Schätzen und Reichtümern. Aber die Wichser merkten nicht, dass sie genau über dem Scheißdreck bauten, den sie suchten. Deswegen na, los, Ironie. Schon, haben sie gesucht, Buck? Nein. Dafür sollte ich dich prügeln. Ganz ehrlich. Aber weißt du was? Dann wird Keith geprügelt. Sie suchten die Chao Fucking Gang. Das Flaggschiff, das diesem berühmten chinesischen General gehörte, Zheng He. Aber das Scheißding, es ist einfach verschwunden. Mit allen Reichtümern an Bord. Und mit, jawohl, meinem scheiß Deutsch. Die Welt ist ungerecht. Pass auf dich auf, ja? Geschichtsstunde beendet. Bug ist voll der abgefuckte Motherfucker. Ich werde den Hurensohn umbringen. Ja, Jason, da kommen wir erst noch zu. Erstmal hat er uns am Sack, an den Klöten, an den Cojones. Und zwar richtig hart, weil er unseren Keith hat. Ja, Captain Keith, wie der ein oder andere schon gemerkt hat, wie bei Halo. Boah, voll die Ratten am Start, ist ja geil. Ich höre Schlange. Ich höre Schlange. Boah, ich dachte gerade, ich wäre über eine Schlange gelaufen, aber das ist nur so ein verkacktes Ding gewesen. Die haben sich hier ausgetobt. Ey, wie komme ich denn jetzt hier voran, wenn ich mal fragen darf? Ich snack mir einfach mal hier die Kohle. Ah, ich weiß, wie ich voran kann. Juhu! Bin so klug. Warte mal, ich gucke jetzt direkt. Nee. Kommt nicht direkt eine Schlange ins Gesicht. Aber hier ist auf jeden Fall irgendwo eine. Weil. Die hört man recht eindeutig. LOL! Alter,
Die habe ich sowas von nicht gesehen. Weißt du, ich sag noch schon, die hört man auf jeden Fall, ey. Und dann kommt die Schlange auf einmal an und beißt mich. Ich hoffe, die hat mich nicht vergiftet, die Hurenschlange. Halb zerknüllte Zigarette. Ich bin begeistert. Ah, das Artefakt unserer Welt. Eine halb zerknüllte Zigarette. Da, diesmal sehe ich die fucking Bitch-Schlange. Das ist jetzt natürlich laut. Ist hier jemand? Weiß ich nicht. Jetzt wissen sie, dass ich hier bin, falls hier jemand war oder ist. Wie auch immer, gewesen wird hier mit Sicherheit jemand sein. Ich glaube schon wieder Bullshit. So, wie komme ich denn hier runter? Ich will keinen Schaden kriegen. Hui, hui. Erreiche das U-Boot-Dock. Ich sehe es von hier oben. Ne, Moment. Ich laber voll... Alter, ich habe heute mit Bullshit labern. Wahrscheinlich muss ich hier umgehen, ne? Aber was ist hier noch? Aha! Eine Truhe, die mir nicht angezeigt wurde. Mit einem kaputten Teddybär. Ich finde hier nur die geilste Scheiße der Welt. Zerknüllte Zigarette und kaputter Teddybär. Ich kann einen Flohmarkt aufmachen, ohne Witz. Schwimmen wir mal eine Runde. Oh. Scheiße. Was, Männer sind hier? Das gefällt mir ganz und gar nicht, meine Freunde. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Das ist echt gruselig hier. Mann, ich kann das echt gar nicht an. Und da wurde ich entdeckt. Fuck. Oh, fuck. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen, Leute? Bin ich Pro oder was? Alter Vater. Also ich meine, das gesehen werden war natürlich jetzt nicht allzu sehr Pro. Aber wie ich dem da gerade im Flug einen gegeben habe, das war Pro. Im Wasser zu sein, stinkt aber mal gerade richtig übel. Fuck, ey. Komme ich denn aus der Geschichte jetzt wieder raus? Ja, ich weiß, ihr seht mich, ihr kleinen Fotzis. Ja, super. Oh, oh. Pete wird sterben. Oder? Boah, hier wirft aber jemand richtig übel mit Molotows durch die Gegend. Das kann ich so aber nicht gutheißen, ehrlich gesagt. Ja, ja, ja. Wieso lebst du noch? So geht das aber nicht. Ja, das war ja schon mal ein richtiger Fail-Angriff, muss ich leider zugeben. Aber ich hatte meinen Spaß. An dem Kill... Oh Gott. An dem Kill werde ich mich noch lange aufgeilen. Oh yeah. So, mit der Sniper will ich hier nicht rumrennen. Das wird sowas von in die Hose gehen. Guck mal hier, sind ganze Zigaretten. Aber die nimmt Jason nicht mit, weil die sind nichts wert. Ich nehme leider nur zerknüllte Zigaretten mit. Ach, dieses Spiel ergibt so viel Sinn. Das Geilste ist übrigens, was mir noch nie aufgefallen ist, aber wenn man so drüber nachdenkt, ist das so bescheuert. Wisst ihr, ich telefoniere die ganze Zeit, ne, mit meinem Handy, mit den allermöglichsten Leuten, also wirklich mit ihr, mit Dennis und mit was weiß ich wem noch. Wieso rufe ich nicht mal irgendwie bei der Bullerei oder so am Festland an? Ich meine, ich habe ein verkacktes Handy, das funktioniert. Aber nein, machen wir nicht. Killen lieber 1000 Leute. Leute von heute. So. Okay, dann los. Gucken, was jetzt kommt. Okay, dann los. Warte mal kurz. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür? Wahrscheinlich nicht. Muss ich mir nochmal aufbewahren. Oder vielleicht doch. Nachdem ich letztes Mal Sherlock empfohlen habe, wo ich natürlich den... Hauptcharakter falsch genannt habe. Der ist nämlich Cumberbatch. Nicht Kummerbach, oder wie ich den genannt habe. Vollidiot. Ja, leck mich am Arsch! Hat mich der ein oder andere gefragt, was hältst du von Dexter? Finde ich aber geil. Guck ich dauernd. Bin ich aktuell auch auf dem neuesten Stand.
Was? Boah, kannst du mal schneller nachladen? Oh, schau mal einen an. Also, Dexter ist geil. Dexter dreht es sich um einen Serienkiller, der aber gute Vorsätze hat. Wobei in der aktuellen Staffel, wobei ich will niemanden spoilern, lassen wir mal besser sein. Die aktuelle Staffel, die aktuell in Amerika läuft, habe ich noch genug aktuell gesagt. Die ist geil. Ich fand die letzte nicht so gut, aber die aktuelle, die kann einiges. Wobei die ist auch schon fast wieder vorbei. Naja, machst du nichts. Bevor ich hier jetzt hier irgendwas sprenge. Alter, deine Mutter! Du, ich behalte hier schön meine Knarre. Und ich möchte gerne diese Leiche plündern. Jetzt muss ich erst wieder nach. Achso, klar, ich habe ja auch gerade rumgeballert. Das ergibt natürlich Sinn. Die Schotti ist schon fett, oder? Die macht ordentlich Wumms. Ansonsten, was kann ich noch für eine Serie empfehlen? Firefly ist richtig fett, aber davon gibt es leider nur eine Staffel. Ist für die Leute gut, die keine Zeit haben, aber das ist ein absoluter Pro-Tipp. Habe ich, boah, die ist einfach nur geil. Boah, scheiße, ich muss Firefly wieder gucken. Verkackte Scheiße. Keine Ahnung, wie häufig ich die schon gesehen habe. Aber die eine Staffel, aber die kann auch nichts. Hui! Gibt dazu auch einen Kinofilm, der ist Serenity. Immerhin haben sie so ein bisschen die Story abgeschlossen. Dem die Serie. Alter Vater! Nachdem die Serie nach der ersten Staffel abgesetzt wurde. Jetzt sagt er direkt, wenn die sowieso nach der ersten Staffel abgesetzt wurde, dann kann die ja nichts sein. Eure Mütter! Heißen Klaus und sind der Stärkste im Knast. Ohne Witz. Fick dich, du Fickschlange. Ich hab dich sogar gerade noch kurz vor knapp gesehen. So eine Scheiße. Firefly kann einiges. Ist ein Science-Fiction-Serie. Aber eine geile. Wieso wird denn das rot? Habe ich gerade ein Krokodil gesnackt. Aus Versehen. Ich habe das Krokodil nicht gesehen, aber mein Fadenkreuz wurde rot. Also habe ich mir einfach gedacht, schieß mal. Ja, schau an. Habe ich tatsächlich ein Krokodil gesnackt. Das sieht echt aus wie ein fucking Dinosaurier, ohne Witz. Boah, da hätte ich mich wahrscheinlich richtig übel erschrocken, wenn ich da runter gesprungen wäre. Aber gut, dass das Fadenkreuz rot wird. Wahrscheinlich ihr, die Far Cry 3 schon gezockt haben. Da wird mein Fadenkreuz schon wieder rot. Und dieses Let's Play trotzdem verfolgen. Danke übrigens dafür. Macht ja auch nicht jeder. Ihr habt euch wahrscheinlich schon total darauf gefreut, dass ich Vollidiot da ins Krokodil reinlaufe. Aber nicht mit mir! Ich guck jetzt, check jetzt erstmal ab, was hier unten noch ist. Eine behinderte Pflanze? Wollt ihr mich verarschen? Ich hab mich jetzt hier runtergetaucht, oder was? Kann ja hier alles sein. Blaues Blatt, ja, das gibt ja sonst nirgendwo. Ach, was Scheiß. Naja, hätte ja sein können, dass hier irgendein geiler Shit ist. Wahrscheinlich war doch irgendein geiler Shit, den ich komplett übersehen habe. Okay, Jason, denk an Indy. Das Siegel kann ich sicher drücken. Immer an Indiana Jones denken, da geht ja niemals was schief. Hammergeil. Hammergeil. Die Missionen sind ja schon abwechslungsreich. Mein Gott, wie kann man dem nur 66% geben, ey? Four Players, ohne Witz. Wobei, die haben jetzt den Salat. Four Players wurde aufgekauft! Und zwar von der Computec Media AG. Das sind die Leute, die auch PC Games besitzen und so. Die haben einfach mal eben Four Players gekauft. Dumm gelaufen. Ha. Ha. Wenn ich hier runterfall, dann bin ich bestimmt tot. Das lassen wir mal schön sein. Alter Vater! Okay, da habe ich mich ein bisschen erschrocken. Scheiße. Aber immerhin bin ich nicht gestorben. Da habe ich mich ja wohl vertan. Habe ich mich da? Ich muss bestimmt auf den Vorsprung. Aber da leuchtet sie. Moment! Ein Sekündchen, mein Guter. Ich bin jetzt schon im Uncharted-Modus. Guck
guckt, was die Schalter machen. Wobei wahrscheinlich ist das hier in Far Cry gar nicht so kompliziert. Checken wir doch einfach ab, was hier ist. Wobei, ich traue dem Wasser ja sowas von überhaupt nicht. Ja, aber dann kommt hier Wasser rein. Ist das der Weg, der mir gefällt? Gucken wir mal nochmal auf der anderen Seite, was dann passiert. Ja, das geht gar nicht. Komm schon. Wo ich da wahrscheinlich drüber springen könnte, wenn... schwimmen könnte natürlich. Wasser wird mich sofort so weit von fertig machen. Achso, das kommt gar nicht so da richtig geil reingesprüht. Na gut. Aber wo Uncharted? Die Macher von Uncharted. Die machen aktuell ein neues Spiel, das heißt The Last of Us. Und das sieht so fett aus. Reden wir, glaube ich, auch ein bisschen drüber. In der nächsten Sendung von Pete's Meets Hard Reset. Baba, mal wieder richtig schön Werbung machen für uns selbst. Mit der nächsten Sendung meine ich, welchen Tag haben wir heute? Heute haben wir Mittwoch. Dann mache ich morgen. Haben wir heute überhaupt Mittwoch? Ich glaube, wir haben heute erst Dienstag. Ja, wir haben heute, glaube ich, erst Dienstag. Also, bei mir ist es sowieso erst Montag. Und, nee, wobei, ich glaube, wir haben mittlerweile 0 Uhr irgendwas. Oder 1 Uhr irgendwas. Keine Ahnung. Weil, wieso rede ich eigentlich so ein... Ach, komm. Ich halt einfach mein Maul. So geht halt ja nicht weiter. Das sieht ganz schön Porno aus, Ladies and Gentlemen. Ganz schön Porno. Was haben wir denn hier Feines? Ich will eigentlich den Dolch finden. Ist das das, wonach ich suche? Scheiße. Oh. Komm, okay, mal zu den ungünstigsten Momenten. Man geht jetzt hier alles kaputt? Ne, oder? Achso, doch. Finde einen Ausgang, bevor alles einstürzt. Ja, Sigi. Dann gehen wir erstmal hier rum. Okay, schön langsam. Bevor ich da jetzt runterspringe wie so ein Tarzan. Ja, aber lieber den vorsichtigeren Weg. Wobei. Uiuiuiuiui. Boah, jetzt sag mir nicht, dass ich hier nicht quer durch dieses Schiff laufen kann. Das sah ultra mega fett aus. Ach, ach, was eine Verschwendung. Was meinst du, wie lange die Grafikdesigner nur an diesem Schiff da gesessen haben? Findest du mich immer? Ich weiß. Du hinterlässt eine Spur menschlicher Brotkrumen. Helen fucking Keller könnte dir folgen. Die Leichen sind mir egal. Kommst du hoch? Komm, gib mir die Hand. Ich hab deinen Dolch nicht, okay? Nein, 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 nein. Jason, das ist nicht okay. Es ist nur ein scheiß Dolch, um den ich dich bitte, aber du bist viel zu faul, zu inkompetent, ihn zu finden. Spielst zu viele Spiele, hä? Na fein. Ich spiele einfach noch eine Runde. Bitte dich mit Keith. Ich habe nur diesen Ring gefunden. Ich wette, er passt auf den Kompass. Ich weiß nicht. Steck ihn mal dran. Oh mein Gott, der Typ ist so behindert. Spiel eine Runde, bück dich mit Keith. Das Ding ist echt verhext. Das würde ich wohl auch sagen. Geht vor Freude. Ich sehe dich dann, Jace. Du weißt, wo ich hingehen soll, oder? Nee, du. Aber ich kenne dein Ziel. Ich kenne mein Ziel ja selber nicht. Kenne ich das hier nicht? Bin ich hier nicht schon mal mit dem Boot entlang gefahren? Oh mein Gott, jetzt muss ich wieder mit Buck reden. Ja, jetzt verstehe ich auch den ganzen Sinn der Sache. Ah, und zwar da hinten. Ist ja interessant. Man wird hier echt ein bisschen hin und her gescheucht. Mit dem Unterschied, dass ich hier kein fucking Fortbewegungsmittel habe. Hm, wenn ich hier schon war, wieso zum Teufel habe ich die Kisten dann nicht eingesammelt? Weil die Kisten hier drin sind und ich hier nicht reinkomme. Das könnte natürlich eine Erklärung sein. Hm, sowas aber auch. Ja, da bin ich jetzt gerade ein bisschen überfragt. Vor allem bin ich gerade ein bisschen pissed, dass wir hier kein Fahrzeug haben. Hm!
Ich ärgere mich. Hm. Mach ich ihn jetzt. Ey, da kommt ein Fahrzeug. Hammer geil. Habe ich beide mit einem Schuss gekillt? Wie geil ist denn das? Habe ich euch echt beide mit einem Shotgun-Schuss gekillt? Alter, die Shotgun, die ist so fett. Da fehlen mir die Worte. Das ist ja auch mal eine angenehme Abwechslung, nicht wahr? Boah. Guck mal, ich kann hier ans Geschütz gehen sogar, wenn ich wollte. Habe ich bisher noch nie gemacht. Na, gucken wir mal. Erstmal auf zu Buck. Und mein Freundo ist hinterher. Aber ich könnte die mal eiskalt überholen. Von der Brücke drängen wäre auch natürlich nice. Machen wir aber nicht. Dann schließen wir unsere Freunde. Ich weiß auch nicht, ob das funktioniert hätte. Wahrscheinlich wäre ich im Endeffekt von der Brücke gefallen. Hier läuft wieder geil Reggae, Mann. Gib mir die Tüte. Peter, auch für die ganzen Kisten anzuhalten, das ist langweilig. Ist mir egal. Ich will meine Kisten. Und mein Geld. Auch wenn es nur 6 Dollar sind oder 8 Dollar. Oh, die Kiste sah irgendwie anders aus. Pfeilspitze aus Bronze, die darf ich wahrscheinlich nicht benutzen, ne? Glasierte Tafel. Munition. Ja, das ist doch perfekt hier alles. Perfekt. Man hört auf zu meckern. Jetzt bin ich wieder ein bisschen besser ausgerüstet. Ich muss vorher nicht mehr zu so einem komischen Punkt. Warte mal, bevor ich mich weiter bewege. Hä? Hm. Wie der Typ aus Dark Souls sagen würde. Hm. Gehen wir da vorne hin und sammeln noch ein paar Kistchen. Nein, geh zur Hauptquest. Ruhe. Ich sammle Kisten. Oh, das sieht so aus. Keine Ahnung, wie das hier aussieht. Interessant sieht das hier aus. Alter Vater, sind hier viele Kisten. Eine wahre Goldgrube. Aber eine davon ist da oben beispielsweise. Nee. Das machen wir nachher. Wenn wir sowieso in die Richtung müssen. Give me the money! Und the health pack. Ey, hier ist bestimmt eine Kiste drin, oder? Ich rieche doch. Okay, ich hab's nicht gerochen, die Karte hat's mir quasi verraten. Aber trotzdem. In der Mine. Da gehe ich mal rein. Was hier so abgeht. Guck mal, hier finden wir auch geilen Scheiß. Hat sich doch richtig gelohnt. Und noch mehr Kisten und noch mehr Kisten. Und sonst nix. Aber immerhin. Und ich höre ein Auto. Auto fährt weg. Aber nee, unsere Leute. Na gut, dann lasse ich das nochmal durchgehen, ausnahmsweise. Ja, was haben wir denn da? Ein Schildkrötchen. Brauche ich die Schildkröten eigentlich? Schildkröten? Ich habe wahrscheinlich schon wieder einen Fertigkeitspunkt, nehme ich an. 2! Ach, warum nicht? Das ist alles interessant. Sehr interessant. Naja, mal ein bisschen weiter auf Bogenschützen gehen. Und ich glaube, ich nehme noch den Tod von unten. Den habe ich nämlich vorhin gebraucht. Ah, jetzt habe ich natürlich nicht nachgeguckt. Ob ich noch diese Viecher da brauche. So wie für einen Waffengurt. Ach scheiße, ich muss immer noch Haie jagen gehen. Unglaublich. Fell des unsterblichen Bären, ja, muss ich noch machen. Hirschfell, Leopardenfell, Gelbnackenkasua, Dingo, Fallköcher, Tapirfell, hammergeil. Und Bärenfell, hammergeil. Warte, es sind 7 Spezialpfeile verfügbar. Achso, aber immer noch nur die. Okay, ich brauche nicht die Viecher da vorne. Finde ich geil. Greife ich nämlich eigentlich an. Seid ihr nett?
Natürlich auch witzig. Wobei, ich glaube, so eine Riesenschildkröte kann richtig übel zubeißen. Also, da hätte ich echt was gegen, dass die sich irgendwie mir zwischen die Beine verfängt, weil dann ist Feierabend mit Klein Piet. Oh, mein Beuterucksack ist voll. Hm, ist mir egal. Ich sammle hier trotzdem weiter. Und wenn es nur Geld ist. Wenn es um Geld geht, Sparkasse. Oh mein Gott. Ist natürlich blöd, dass jetzt mein Beuterucksack voll ist. Ich meine, ich bin hier gerade bei Buck. Und wenn ich jetzt mich wegteleportiere, dann müsste ich erst wieder Hammer ewig brauchen bis hier. Ne, meine ich. Mir scheißegal. Ich meine, die Sachen, die ich da drin finde, die geben mir sowieso nur Geld. Also kann ich auch direkt Geld daraus nehmen. Ist mir doch scheißegal. Lass mich hier rein. Boah, hier haben sie die Sachen aber auch versteckt, ey. Scheiß, die wandern. Das ist wieder unser Auto. Wie komme ich denn von hier aus da hoch? Gar nicht. Ich muss erst wieder runter. Okay. Ich weiß, dass ich mit Buck sprechen muss. Oh, ja, da haben wir es wieder. Da hatten wir es gerade wieder. Geniale Treppen. Oder Leitern. Give me the Kiste. Und noch eine bitte. Vielen Dank. Und... Oh, fett. Richtig viel Munition. Dann laden wir nochmal eine Runde nach. Das heißt, das wird... Das wird jetzt sofort ein schöner Auftrag, habe ich gehört. Det. Da ist der Bug. Ach komm, scheiß drauf. Wie zum... Du Ficker, du hast dir wirklich Zeit gelassen, oder? Im Ernst, ich fürchte, dass du nicht ganz bei der Sache bist. Aber Jace, keine Sorge. Denk an Keith. Keith heult die ganze Zeit nur. Eigentlich geht er mir echt auf den Sack. Halt's Maul. Nein. Erst noch eine Geschichtsstunde. Hör zu. Also Zheng He mit seinen Schatzschiffen, die Schätze für die Ming sammelten. Weißt du noch? Ja, Mr. Buck, Sir, natürlich. Antworte gefälligst. Wenn ich dich frage, antwortest du. Klar. Nun, dieser Zheng He hat einen Kapitän namens Ling Kong. Und Ling Kong hat sich davon gemacht. Mit der ganzen Scheißladung der Cha Yang vom Acker gemacht, ja? Und gesiedelt. Versklavte alle Einwohner, aber Zheng He... Oh, der fiese Zheng He hat sein Reich in kürzester Zeit vernichtet. Und was geschah mit dem Schatz? Gute Frage, Jace. Sehr aufgeweckt. Der Schatz... Keiner weiß, wo er ist. Jedenfalls nicht auf dem Boot. Und Ling Kong, der Ficker, ist auch verschwunden. Schatzjäger haben ihn vergeblich gesucht und die blöden Japaner haben die Insel umgegraben. Aber keiner weiß, wo er ist. Also nicht trödeln, Jace. Hau rein. Viel Glück. Also warum gehe ich da jetzt genau sofort rein? Das weiß ich nicht. Einfach weil mich hier der Kompass hingeführt hat. Ah, ich muss das dritte Kompassteil finden. Ja, das ist doch meine Ansage. Aber jetzt mache ich ein Päuschen, Leute. Jetzt mache ich ein Päuschen. Sorry. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Und dann ist wirklich Mittwoch. Bis dahin. Haut rein, Leute.